Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Gerechtigkeitsbegriffe gehen, die wir für euch alle mal zusammengefasst haben. Aber wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das Ganze gibt es wie immer als schriftliches Dokument in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, let's go. Und damit geht es auch direkt los mit den Gerechtigkeitsbegriffen, die wir hier rund um den Sozialstaat bzw. rund um das Thema Soziales allgemein definieren. Und da gibt es natürlich ganz konkret vier verschiedene Begriffe, zwischen denen man unterscheidet. Einerseits gibt es die Leistungsgerechtigkeit. Und wie der Begriff der Leistungsgerechtigkeit es schon so ein bisschen vermuten lässt, geht es hier darum, gerechte Belohnung nach Leistung zu schaffen. Das heißt, jeder Mensch bekommt praktisch das, was ihm nach seiner Leistung entsprechend zusteht. Das kann zum Beispiel sein, wie lange man arbeitet, dementsprechend bekommt man auch seinen Lohn. Oder das kann auch sein, wie lange man studiert hat, dementsprechend steigen dann die Gehälter proportional. All das Möglichkeiten der Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, für eine entsprechende Leistung bekommt man dann einen entsprechenden Lohn, der dann daran angepasst wird. Dann gibt es die Bedarfsgerechtigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat gewisse Bedürfnisse und manche Menschen können diese Bedürfnisse besser erreichen bzw. besser befriedigen als andere Menschen. Das heißt, insbesondere bedürftige Menschen, das heißt insbesondere Kranke, Ältere oder auch sehr junge, also Kinder, haben hier einen Anspruch auf eine Bedarfsgerechtigkeit. Diese Menschen muss man besonders schützen, weil sie eben ihren eigenen Bedarf nicht decken können. Und man versucht dann als Gesellschaft sozusagen jeden diesen Grundbedarf zu sichern, damit eine allgemeine Bedarfsgerechtigkeit ermöglicht wird. Außerdem gibt es die Chancengerechtigkeit, das ist letztendlich eine Erweiterung und bezieht sich ganz konkret auf die Startbedingung. Es bezieht sich nicht auf das Endergebnis, dass jeder das gleiche Endergebnis hat, sondern es geht darauf, eine gleichmäßige Chancengerechtigkeit zu schaffen. In Deutschland versucht man das zum Beispiel dazu erreichen, dass Bildung grundsätzlich kostenlos ist. Bis auf den gewissen Betrag, den man natürlich beim Studium zahlen muss oder die Eigenanteile, die in der Schule anfallen, hat man hier eine allgemeine Chancengerechtigkeit. Und auch das versucht der Staat hier auszugleichen, indem er gewisse Zahlungen ermöglicht, indem er die Möglichkeit anbietet, das alles gewisse Kosten zu übernehmen, die dann Menschen einfach nicht tragen können, falls sie nicht ganz so viel monetäre Mittel haben. Und das hier also die Möglichkeit, gleiche Startbedingungen für alle zu schaffen, was natürlich in der Realität nicht immer so umgesetzt werden kann, wie das der Begriff der Chancengerechtigkeit erstmal vermuten lässt. Allerdings ist natürlich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern hier schon relativ weit im Vergleich zu den gleichen Startbedingungen. Und letztendlich gibt es die Generationengerechtigkeit. Das ist eine Ergänzung der ersten drei Gerechtigkeitsbegriffe, die erst in den letzten Jahren dazu kamen. Das heißt, hier geht es um die Nachhaltigkeit für kommende Generationen. Man versucht also dementsprechend, was die eine Generation aufgefunden hat, soll die andere Generation auch, der soll der anderen Generation auch ermöglicht werden. Das heißt, gewisse Naturressourcen, insbesondere natürlich aktuell mit dem Umweltthema, gibt aber natürlich auch noch ganz andere Aspekte. Wenn zum Beispiel die aktuelle Generation einen relativ prosperierenden Staat hat, das heißt einen relativ gut erhaltenen Staat mit relativ hohen Steuereinnahmen, generell gute Straßen, verschiedene andere Möglichkeiten, die sozusagen existieren, soll das die kommende Generation auch haben, beziehungsweise man soll sozusagen nachhaltig auch dafür sorgen, dass es alle Generationen eigentlich ermöglicht wird, diese Chancen auch aufzugreifen bzw. diese verschiedenen Möglichkeiten auch zu nutzen. Also das der Begriff der Generationengerechtigkeit. Das soll schon wieder gewesen sein von diesem Video von uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt im Video ein Like da lasst, unseren Kanal abonniert und auch gerne kommentiert unter diesem Video, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt. Und das soll sozusagen gewesen sein. Haut rein und ciao. Und damit soll es jetzt auch direkt losgehen mit dem kompensatorischen Sozialstaat. Beim kompensatorischen Sozialstaat haben wir einerseits natürlich auch einen Staat, der Wohlfahrtsstaat genannt werden kann. Das heißt, wir werden das gleich konkret an den verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten sehen. Der kompensatorische Sozialstaat wird auch Wohlfahrtsstaat genannt, weil er sich eben um die Wohlfahrt der Bürger kümmert. Er greift dabei hierarchisch ein. Das ist ganz wichtig, denn ein kompensatorischer Staat ist bestimmend. Das heißt, er lässt dem Bürger weniger Freiheiten, als es zum Beispiel der aktivierende Sozialstaat macht, hat aber dadurch auch den Vorteil, das kann man ja hier schon mal direkt andeuten, dass der kompensatorische Sozialstaat insbesondere Menschen, die wenig für sich selbst sorgen können, natürlich besonders schützen kann bzw. besonders fördern kann. Und das letztendlich
deutet auch schon darauf hin, dass er reaktiv ist, der kompensatorische Sozialismus, denn er kompensiert sozusagen im Nachhinein Benachteiligung. Das ist ein ganz wichtiger Teil, denn er ist in der Reaktion auf Benachteiligung. Das heißt, er sieht Benachteiligung nicht schon vorher kommen und er versucht, diese Benachteiligung nicht schon vorher auszugleichen, beziehungsweise nicht so proaktiv, wie es dann reaktiv passiert. Das heißt, alles, was im Nachhinein als Benachteiligung empfunden wird, beziehungsweise wo eine Benachteiligung identifiziert wird, da versucht man dann, das im Nachhinein auszugleichen, zu kompensieren. Also. Und das Ganze resultiert dann in der verschiedenen Ausgestaltung des kompensatorischen Sozialstaats. Einerseits ist das Individuum natürlich abhängig vom Staat, das heißt auch von der staatlichen Hilfe. Letztendlich, wenn man sich für sich selbst sorgen kann, dann ist man schlussendlich dafür verantwortlich, dass man sich selber versorgt, dafür verantwortlich, dass der Staat einen unter die Arme greift. Und das hier also der Nachteil des kompensatorischen Sozialstaats, denn der kompensatorische Sozialstaat baut eben darauf, dass man dem Individuum im Nachhinein Hilfen zur Verfügung stellt, falls das Individuum es selbst nicht schafft, sich zu versorgen. Dabei findet ein sozialer Ausgleich durch die Grundprinzipien statt. Das heißt, man hat ja verschiedene Grundprinzipien, zum Beispiel in dem Sozialstaat Deutschland definiert. Und diese ermöglichen es insbesondere natürlich Menschen, die nicht für sich selber sorgen können, die den Bedarf nicht decken können, die einfach hilfsbedürftig sind, diesen Menschen dann einen Ausgleich zu schaffen und diesen Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, mit ihrem eigenen Leben etwas anzufangen, beziehungsweise trotzdem noch menschenwürdig zu leben. Und letztendlich hat man hier universelle Ansprüche, das heißt, für jeden Menschen gibt es Ansprüche, die existieren. Jeder Bürger hat die gleichen Rechte, und diese verhindern dann natürlich eine Marktabhängigkeit, denn diese Ansprüche sind grundsätzlich jedem garantiert und man muss nicht darauf hoffen, dass am Markt gewisse Geschehnisse eintreffen, damit man zum Beispiel einen Beruf bekommt, der einem ein gewisses Einkommen absichert. Das heißt, hier wird das Marktgeschehen komplett kompensiert. Das also die Bedeutung des kompensatorischen Sozialstaats. Das heißt, dass hier einfach das Marktgeschehen komplett ausgeglichen wird und alle Auf- und Abwärtsbewegungen sozusagen immer dagegen gesteuert werden kann. Damit geht es jetzt natürlich weiter mit dem aktivierenden Sozialstaat. Beim aktivierenden Sozialstaat haben wir ein vermittelndes Staatsverständnis. Das heißt, der Sozialstaat versteht sich selbst in der Rolle eines Vermittlers. Er versucht praktisch die verschiedenen Marktpositionen, die vorhanden sind, insbesondere natürlich hier Jobperspektiven zu vermitteln, damit der im einzelnen Bürger die optimalen Möglichkeiten hat, am Markt selbst zurechtzukommen und sich selber sozusagen zu positionieren, sein eigenes Einkommen zu sichern, seine eigene Daseinsvorsorge zu sichern. Dabei sind das alles präventive Reaktionen auf das Staatsgeschehen. Das heißt, alles, was am Markt passiert, das wird vorher versucht, präventiv da wird man, versucht man präventiv einzugreifen. Das heißt, alles, wo der Staat die Möglichkeit hat, den Bürger zu aktivieren, also zu eigenem Handeln anzuregen, all das versucht er zu machen. Das sind beispielsweise Möglichkeiten, die nach mit Prämien belohnt werden, oder man versucht hier natürlich gewisse Anreize zu setzen, dass besondere Jobs besonders attraktiv sind, dass sie mit Einkommen gefördert werden, bestimmte Ausbildungsprämien gesetzt werden, dass aber auch das Studium zum Beispiel günstiger ist. All das sind Möglichkeiten eines aktivierenden Sozialstaats, präventiv, also im Vorhinein auf spätere Marktsituationen vorzubereiten, beziehungsweise darauf schon präventiv zu reagieren. Das heißt, hier geht es wirklich um die Aktivierung des einzelnen Bürgers. Man versucht, jedes Individuum des Staates als Bürger zu verstehen, der aktiviert werden muss, der die Möglichkeiten hat, hier einzugreifen und der die Möglichkeiten hat, natürlich optimal gefördert zu werden. Und das ist das Ziel des aktivierenden Sozialstaats, den einzelnen Bürger zu aktivieren und zu fördern. Und das resultiert dann in der Ausgestaltung. Und dabei geht es wirklich um konkrete Prinzipien, die man bei einem aktivierenden Sozialstaat vorfinden kann. Zunächst einmal die Leistungsgesetze, die zur Aktivierung des Einzelnen herangezogen werden können. Das heißt, man setzt hier insbesondere auf die Eigenverantwortung, aber auch auf gewisse Anreize, die dann dazu führen, dass man sich selbst aktiviert, beziehungsweise dass der Bürger sich selbst aktiviert, die Anreize hat, sich selber einzubringen in den Staat und natürlich auch für sein eigenes Einkommen aufzukommen. Außerdem geht es um eine individuelle Sicherheit, die dann wiederum an den Markt gekoppelt wird. Das heißt, hier geht es wirklich konkret darum, dass man
sich individuell absichern muss. Man versucht hier, diese einzelnen individuellen Sicherheiten, die vorhanden sind, an den Markt zu koppeln. Das heißt, das Marktgeschehen, was passiert, ist unmittelbar damit verknüpft, wie sehr ein Mensch sich einbringt, wie sehr es sich selbst aktiviert. Das ist also die unbedingte Wahrheit, die hier wichtig ist. Und zudem gibt es den Staat, der stets seine Kooperation anbietet. Das heißt, ich habe es gerade schon mal angedeutet, es gibt Prämien, es gibt gewisse Möglichkeiten, sich selbst zu finden, beziehungsweise man versucht, den Bürger stets zu beraten. Allerdings ist der Staat auch immer darauf angewiesen, dass man selbst auch operiert, dass man selbst kooperiert und sich selbst einbringt, weil sonst erreicht man im aktivierenden Sozialstaat nichts. Das heißt, man versucht da wirklich den einzelnen Bürger zu aktivieren, und falls dieser Bürger das nicht akzeptiert, wird er im aktivierenden Sozialstaat keine Möglichkeit haben, sein eigenes Grundeinkommen zu sichern.